Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, Anno 2070. Ja, ein Klassiker, würde ich sagen. Das Spiel ist schon ein paar Jährchen alt, glaube ich, ja, über 10 Jahre. Und ich dachte mir, warum nicht? Ne? Ich habe schon einige gespielt, Anno 1404, Anno 1800 natürlich und auch schon 1503, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt eben 2070. Das werden wir jetzt zocken, ja, gemeinsam die Kampagne zuerst und dann schauen wir mal, wie es uns gefällt. Vielleicht starten wir dann ein Endlosspiel, ich weiß es nicht. Aber die Kampagne würde ich sagen, am Anfang, um reinzukommen. Denn wie gesagt, ich habe es jetzt nur vom Sehen her verfolgt, aber selber gespielt noch nie. Deshalb bitte ich um Entschuldigung, wenn ich das ein oder andere etwas umständlich oder falsch mache. Aber ich muss erstmal reinkommen in das Ganze. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Gut, was haben wir hier? Kapitel 1, Schatten der Vergangenheit. Sie sind also die Verstärkung, auf die die Firma besteht? Naja, hoffen wir, Sie haben mehr drauf, als der erste Anschein vermuten lässt. Mein Name ist übrigens Thor Strindberg. Ich bin für die strikte Einhaltung des Global Trust 2-Jahresplans verantwortlich. Global Trust ist der weltgrößte Energielieferant. Unser Netzwerk umfasst Kontinente. Und einer der wichtigsten Knotenpunkte ist genau hier. Die Öl- und Kohlevorkommen, für die ich verantwortlich zeichne, decken bereits 18% des gesamten monatlichen Bedarfs von Global Trust. Und dennoch steigen die Fördervorgaben aus der Zentrale ständig. Um den enormen Strombedarf auch weiterhin zu stillen, sind wir gerade dabei, das hydroelektrische Kraftwerk am Staudamm zu modernisieren. Ingenieuren ist es gelungen, ein neuartiges Hochleistungsmodul für die Hauptturbine zu konzipieren. Dabei könnten sie sich nützlich machen. Wir müssen die optimierte Turbine schnellstmöglich zum Einsatz bringen. Sonst ist die Erfüllung des 2-Jahres-Plans ernsthaft gefährdet. Okay, dann würde ich sagen, Mission 1. Im Auftrag von Global Trust reisen Sie zu Anlage 13, um bei der Erfüllung des 2-Jahres-Planes zu helfen. Machen wir mal los. Die Erfüllung des 2-Jahres-Plans wird mir bei Global Trust endlich das Ansehen einbringen, das mir zusteht. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Arche hat Zielkoordinaten erreicht. Da sind sie ja endlich, Thor Strindberg. Wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz steigend. Der neue 2-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Na dann wollen wir mal. So. Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Verstanden? Ja. So, hier sind wir. Also. Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Okay. Gut, hier ist unser Schriftchen. Hier ist unsere Basis, würde ich sagen. Wie sieht's aus mit dem Zoomen? Ja. Kommandoschiff einsatzbereit. Navigationssysteme online. Okay. Alles klar.
Müssen wir erstmal hier zurechtkommen mit der Steuerung. Okay. Also wir sollen jetzt was machen? Wir sollen jetzt erstmal was abholen, ne? Genau. Und zwar hier, wo es blinkt. Fahren wir los? Neue Inselkoordinaten erfasst. Gut. Hier müssen wir was abholen. Und zwar Bauzellen, Werkzeug und Fisch. Links am Rand seht ihr die Aufgaben. Vermögen ist hier oben links. Lizenzen. Endlich können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen? Gut. Im Südwesten liegt eine kleine Insel. Errichten Sie dort Ihren Stützpunkt und vergeuden Sie keine Zeit. Ja, ja, machen wir schon. Also hier hin. Okay. Ja gut, der Rest ist, denke ich mal, dann... halt, Gottes Willen. Ist dann wie immer. Na, wir müssen jetzt ein Konto errichten. Damit wir die Steuerung hier verstehen. So. Ah ja, hier. Zoom. Gott. Ich hoffe, der Sound passt so. Was haben wir hier? Konto bauen, okay. Ja, überall da, wo es geht, ne? Also rot geht natürlich nicht. Machen wir das mal hier hin. Perfekt. So. Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Lade Basisbebauungsplan. Okay. Stadtzentrum. Ah ja. Es ist ja so ähnlich wie bei 1800 zum Beispiel. Wir müssen ein Stadtzentrum bauen. Das bauen wir mal ja, ordentlich in die Mitte. Wie kann man das drehen? Kann man das drehen hier? Gott, wie kann man das drehen? Nicht die Karte, sondern oder so. Ich bin ja jetzt nicht so der perfekte Anno-Bauer, muss ich ehrlich sagen, aber wir probieren es jetzt einfach mal. So. Achtung! Zu wenig Unterkünfte vorhanden. Bau von Wohnhäusern wird empfohlen. Gut. Wir brauchen keine Straßen, oder was? Okay. Ja, probier's jetzt mal so. So. Errichten Sie, ah ja, Arbeiterwohnungen. 6 von 8 haben wir schon. Das heißt, wir bauen jetzt nochmal 2 hin. Ich würde sagen, hier. Doch, mit Straßen, habe ich doch gewusst. Das Leben ist die Hölle hier. Ja, ja. Warte mal. Kann ich das verschieben? Warte mal, warte mal. Registriere am Gemeinschaftszentrum. Warte mal, ich muss ja unbedingt erstmal gucken. Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. Alles gut. Man muss erstmal hier gucken. Häuser. So, jetzt nochmal. Richtig bitte. 6 und dann wollen wir hier. So, würde ich sagen. Nein, ich will Straße. Mal hier. Basaltbrecher. Okay. Wohin damit? Irgendwo, oder was? Darf das mit den Buchstaben nicht vertauschen hier? Ist das egal, wohin oder was? Mach das mal so. Schmelzwerk setzen wir mal daneben. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Straße brauchen, oder?
Nee, Bauzone wollen wir nicht. Wir wollen eine Straße. Hier. Ich habe das Gefühl, dass wir hier unter die Straße ziehen müssen. Warnung. Drohender Nahrungsmangel. Maßnahmen erforderlich. So, das nächste ist eine Fischerei. Ja, Fisch ist immer gut. Setzen wir mal hier hin. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Ich hoffe, dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten nicht überfordern. Ja, nehmen wir mal an. Sie das? Ich sehe schon, wo das Problem bei dieser Turbine liegt. Das kriegen wir hin, sobald die anderen Probleme hier gelöst sind. Okay, so. Also haben wir erstmal hier die Versorgung gestellt. Was ist das hier? Ich hatte ja schon längst mit meiner Arbeit angefangen. Aber die Energie reicht offenbar nicht aus, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Eine braucht Strom, ne? Scanne Energieversorgung. Ergebnis mangelhaft. Mhm. Empfehle Gegenmaßnahmen. Kohlekraft, ja, sehr gut, immer gut. Kohle. Ja, wohin damit mit der Kohle? Es ist egal, wo, oder was? Aha, interessant. Dann machen wir das mal, aber mal dahinter, würde ich sagen, oder? Kann man das rotieren? Ihr Auftrag? Nein, 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 nein. Falsch. Nochmal. Kohle. Was haben wir hier? Kohlekraft. Ich weiß jetzt nicht, ist das... Ah, der frisst sich jetzt hier rein, ne? Interessant. Warte mal, können wir eine Straße noch bauen? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt müssen hier, aber ich probier's mal. Energielevel stabilisiert. Optimierung erfolgreich. Ich gratuliere. Danke. So, was haben wir hier? Empfange dringende Nachricht. Am Damm wären dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten nötig, aber Mr. Strindberg sieht das ja anders. Okay. Gut, ja, alles gut. Absender der Mail lokalisiert. Aufenthaltsort: hydroelektrisches Kraftwerk. Ich empfehle die Kontaktaufnahme. Der Insider. Sie haben meine Nachricht also erhalten. Wenn die optimierte Turbine ungetestet eingebaut wird, könnte das katastrophal enden. Ich bin machtlos, aber vielleicht hört Mr. Strindberg ja auf Sie. Mhm. Was ist hier nochmal alles für... Achso, okay, Turbine. Wir haben hier Energiemangel immer noch, oder was? Frage ist jetzt als Achtung, nächstes, was würden die bauen? Produktionsstillstand. Oh, 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 oh. Wieso? Bauzellen, Hammer. Da
andere Straßen. Das weg damit. So. Ich schaue gerade, ob da irgendwas noch fehlt. Fahren Sie mit dem Kommandoschiff zum Konto von Thor Strindberg. Okay. Wo ist der? Hier. Ah ja, doch, die brauchen tatsächlich hier Straßen. Ja, okay. Gut. Wunderbar. Einheitenlimit 5 und 12. Ja, ja, Peterson wieder einmal. Der wird doch überall Gefahr. Der Einsatz der neuen Turbine ist beschlossen. Bringen Sie also lieber diese Materialien zur Konstruktionsanlage. Machen wir. So. Keine Zeit zum Reden. Die Konstruktion der neuen Turbine verlangt meine vollste Konzentration. Mhm. Mhm, Kohle. Ah, okay. Naja. So, was sind wir? Gut, und jetzt? Bauzeln, Werkzeug, Kohle. Ah, der Stahl, wenigstens das funktioniert. Aber die Arbeiten hier gehen trotzdem kaum voran. Sehen Sie selbst. Selektieren Sie. Ah ja, hier. Wir sind ja fast fertig, aber Mr. Strindberg macht immer mehr Druck. Ohne weitere Arbeitskräfte werden wir seine Zeitvorgabe nicht einhalten können. Okay. Ermittle optimale Anzahl an Fachkräften zum Turbinenbau. Extrapoliere benötigten Wohnraum. Mhm. Berechnungen abgeschlossen. Also, Sie brauchen Wohnungen, kein Problem. Können Sie haben. So. Ich registriere eine Weiterentwicklung. Gratulation. Danke. So. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Diese Turbine soll den Energieoutput des Kraftwerks also verdoppeln? Das werden wir ja sehen, wenn sie eingebaut ist. Peterson, an die Arbeit. Zeit ist Geld. Jammern Sie nicht, Peterson. Für Ihre Tests ist auch später noch Zeit. Sobald die Turbine eingebaut ist, wird das Kraftwerk auf volle Leistung gebracht. Auf volle Leistung, ohne Test. Purer Wahnsinn. Die strukturelle Integrität des Damms wird das nicht verkraften. Verdammt! Der Belastungspuffer ist ausgefallen. Die Halterungen brechen. Wir müssen raus hier. Alle raus! Oh oh. Peterson, was haben Sie getan, Sie Idiot? Für diese Katastrophe werden Sie sich schön allein vor Global Trust verantworten. Okay, das scheint die erste Teilmission gewesen zu sein von Anno 2070. Ja, es ist interessant, muss ich sagen. Fesselt mich. Ja, wie es weitergeht, das sehen wir dann in der zweiten Folge.
Und an der Stelle machen wir jetzt eine Pause. Und wem es gefällt, einen Daumen geben bitte. Weiterempfehlen, rechts oben die Playlist für die ganze Kampagne. Und ein Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.